T-Day, meine Damen und Herren. Jetzt ist der Sack zu. Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Live-Bilder aus Washington, alles zur Angelobung und zu den Protesten gleich. Außerdem die spannendsten Talkgäste zum Thema, eine knallharte Runde aus Kabarett, Frauenrap und bitterböser Ironie kommentiert im Studio. Und 10 Menschen, darunter 3 Kinder, konnten aus dem Hotel in Italien gerettet werden. Eine Lawine schüttete das Haus völlig zu. Alles zu der dramatischen Rettungsaktion auch jetzt in der Sendung. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Sprach's und ist jetzt US-Präsident. Guten Abend zu heute verlängerten Puls 4 News. Isabella Richter und Thomas Mohr begrüßen Sie an diesem Tag, der manchen von uns vielleicht wie eine Parallelwirklichkeit vorkommen mag. Ja, kann denn das wahr sein? Ja, es kann. Donald Trump ist ganz wirklich seit 45 Minuten der 45. Präsident der USA. Und das sind hier Live-Bilder aus Washington, die wir sehen können. Das ist aus der Kuppel des Kapitols hinuntergefilmt. Vor einer Minute hat Ex-Präsident Barack Obama mit der Ex-First Lady Michelle Washington verlassen und Donald Trump ist neuer Präsident. Ja, das ist ein Live-Bild. Ja, ein paar Fakten noch vielleicht zum heutigen Großereignis. Bei der Vereidigung dabei sein werden die meisten Mitglieder von Senat und Repräsentantenhaus. 20 Demokraten boykottieren das heute, die sind nicht dabei. Natürlich waren auch die Ex-Präsidenten früher da. Heute Abend ist ja noch einiges geplant in Washington, zum Beispiel eine Balleröffnung. Da wünscht sich Trump übrigens Frank Sinatras My Way. Schön. Ja, aber noch schöner, was Nancy Sinatra dazu sagt. Sie sagt, remember the first line, denkt an die erste Zeile des Songs. And now the end is near. Now the end is near. Das Ende ist nah, zumindest für zigtausende Gegendemonstranten. Ja, das sind Bilder von unserem Live-Reporter in Washington, die Sie hier sehen müssten. Ja, not my president, ein bekannter Spruch, ja auch schon aus dem Wahlkampf. In Washington sind Hunderttausende unterwegs. Es wird also wohl eine unruhige Nacht dort. 28.000 Polizisten haben jede Menge zu tun. Kilometerlange Sperrzäune wurden aufgestellt. Ja, die dürfen natürlich auf keinen Fall mit den Trump-Jublern zusammentreffen. Große Herausforderungen heute für das Sicherheitspersonal. Unzählige Transparente konnte man schon lesen, zum Beispiel Trump jeden Tag bekämpfen, Gerechtigkeit und Bürgerrechte für alle. Oder, was haben wir noch gesehen, Liebe triumphiert über Hass. Ja, Washington überhaupt ein schweres Pflaster für Trump. Nur 4% haben ihn dort gewählt. Ja. So. Bei uns ist in der Sendung Elisabeth Wehling. Herzlich willkommen. Hallo. Schönen guten Abend. Sie sind Expertin für politische Sprache. Wir sind sehr gespannt. Wir hören auch gleich in die Antrittsrede rein. Aber vorab, wie ist denn Ihr Eindruck? Was sagen Sie? Eine wunderbar vorbereitete Rede. Man hat es an ein paar Merkmalen kann man es festmachen. Es war eine kurze Rede. Ich glaube, ein bisschen was über 15 Minuten. Kurz und schlüssig. Man ist dabei. Man hört bei jedem Satz hin. Er hat einen neuen Slogan eingeführt, der uns die nächsten Monate begleiten wird. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Und er hat wie immer, und das ist einfach Trumps Stärke, klare, eindringliche Bilder geschaffen. Und insofern muss man sagen, gut gelungen. Ungewöhnlich, natürlich auch ungewöhnlich kurz, aber... Schauen wir uns gleich einmal ein Statement an, das genau solche Bilder beschreibt. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation.
Familien, die gefangen sind in den Innenstädten, in Armut, Grabsteine von verrosteten Fabriken in der ganzen Landschaft. Das ist eine Bestandsaufnahme, die einem Angst macht. Ja, und das ist natürlich schon erstaunlich. Der Mann geht ins Präsidentenamt und erzählt eine Geschichte von Angst und Schrecken. Wir hatten ganz viele Sprachmomente des Krieges. Das eine waren die Tombstones, also die Grabsteine. Dann später ging es darum, dass Amerikaner, egal ob schwarz oder weiß, das gleiche rote Blut bluten. Ja, also man ist sofort wieder gedanklich beim Krieg. Er sagte, wir haben zu viele Menschenleben verloren. Etwas zusammenhangslos. Man wusste nicht genau, was er damit eigentlich meint. Und so weiter. Das heißt, das ist schon erstaunlich, in einer 50-minütigen Rede, die eigentlich einen feierlichen, erhebenden, auch positiven Anlass hat, sofort wieder aufzufahren mit diesem Kriegsszenario, mit diesen eindrücklichen Bildern von Tod und Leben. Um aber dann wiederum zu sagen, ich lasse euch nicht hängen. Genau. Hören wir da auch mal kurz rein. Mhm. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. Ja, ich kämpfe für euch mit jedem Atemzug. Was ist dazu zu sagen? Ja, ich kämpfe für euch mit jedem Atemzug und dieses I will never ever let you down. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, letzte Woche auf Facebook, da kam auch schon so ein Plakat von Trump, da sagte I'm gonna fight for you, I'm gonna never ever stop. Never ever, ich glaube, darauf müssen wir uns jetzt einstellen, das ist der neue Trump-Slogan. Er wird also, auch wenn er mal politisch was nicht umgesetzt bekommt, wird er sagen I'm never ever gonna stop trying. Und wieso funktioniert Never Ever so gut? Wir wissen aus der Forschung, Dinge, die sich reimen, Coca-Cola zum Beispiel, das funktioniert. Und Never Ever ist nicht nur ein sehr alltagsnaher Begriff, sondern so ein richtig guter Slogan. Und der wird jetzt groß gefahren werden. Das wird der neue Trump-Slogan. Und dann hebt das natürlich gleich auf die nationale oder weltpolitische Ebene. Schauen wir uns mal den nächsten Ausschnitt an. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Selbsterklärend, America first. Ja, selbsterklärend, genau, America first, das ist dieses Wiederholen, das macht er immer ganz gern. Was wir ganz generell bei der Rede gesehen haben, die Slogans, die im Wahlkampf gut funktioniert haben, die hat er sich sofort mit in die Rede reingeholt. America first und make America great again. Da hat er zum Abschluss gesagt, make America great again, safe again, prosperous again. Das heißt, man merkt richtig, wie er, und mit Strategie, man sagt ihm ja oft nach, er habe keine Strategie. Aber wie er natürlich mit absoluter Strategie in dieser 15-minütigen Rede seine Slogans unterbringt, weil sie einfach bei den Menschen im Kopf haften bleiben. Ja. Frau Willing, Sie bleiben auch noch bei uns. Wir kommen auch noch auf das Thema Frauen und Trump zu sprechen. Ja, Trump und die Frauen, eine heikle Angelegenheit, hässlich und grauslich, was er da in der Vergangenheit gesagt hat. Dazu kommen wir eben noch. Die größte Demonstration wird wohl auch der Women's March in Washington sein morgen. Hunderttausende haben sich da angekündigt. Der Women's March wird aber sogar weltweit stattfinden. Und auch in Wien werden viele für Menschenrechte und gegen Donald Trump auf die Straße gehen. Lydia Kreinz hat die Drahtzieherin des Women's March in Wien getroffen. Die US-Amerikanerin Caroline Kirkpatrick lebt seit 1,5 Jahren in Wien. Die Englischprofessorin war eigentlich nie besonders politisch interessiert, bis er kam, Donald Trump. Der Wahlausgang in ihrer Heimat hat sie förmlich umgehauen. Als sie online den Women's March in Washington entdeckt, entschließt sie sich, den Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte auch nach Wien zu holen. Ich habe mich gefragt, ob es auch hier Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir und ob sie das auch zum Ausdruck bringen wollen. Also habe ich es auf Facebook gepostet und ich hätte nie mit so einer großen Resonanz gerechnet. Es sind Themen, die einfach jeden betreffen. Der Women's March on Washington hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt. Weltweit finden morgen mehr als 600 solcher Märsche statt. Mehr als 2 Millionen Menschen haben bereits online ihre Teilnahme bestätigt. Die Botschaft ist kein reiner Anti-Trump-Protest, auch wenn seine derbe Rhetorik Grund dafür ist. Am Anfang ging es natürlich darum, aber es ist nicht rein gegen Trump. Es geht mehr um die Themen wie Frauenrechte, Menschenrechte und Umwelt, die nicht zu hinterfragen sind, sondern Dinge sind, die wir beschützen müssen. Überall sind die Rechte der unterschiedlichsten Menschen in Gefahr. Daher müssen wir alle zusammen aussprechen, dass das nicht okay ist. Weltweit gemeinsam für Frauen, Menschenrechte und für unsere Umwelt eintreten und sie verteidigen. So das gemeinsame Ziel der morgigen globalen Women's March-Bewegung.
Ich glaube, die Zeit jetzt ist eine sehr interessante in unserer Geschichte. Anstatt sich auf unsere Unterschiede zu konzentrieren, sind wir uns weltweit alle einig, dass die Rechte der Menschen zählen. Losmarschiert wird morgen in Wien übrigens um 12 Uhr vor der Karlskirche. Frau Willing, Millionen Menschen weltweit protestieren gegen Trumps Sexismus. Das kann ihn doch nicht kalt lassen. Doch, das lässt ihn kalt. Also ich glaube, dass man hat es ja im Wahlkampf gesehen. Er hatte einmal dieses wirklich kompromittierende Video. Man hat gesehen, Trump ist ein knallharter Sexist und er ist damit durchgekommen, unter anderem, weil er es sprachlich sehr gut gedreht hat. Er hat das immer so als Locker-Room-Talk bezeichnet, also jungen Spaß. Trump, also zunächst einmal wird erwartet, man Trump, Entschuldigung, erwartet uns sowas als Präsident jetzt auch noch in weiterer Folge? Also ich denke, dass er in seiner politischen Gestaltung, und das sieht man auch an den Leuten, die jetzt ins Kabinett gehen, wird er natürlich von der Ausrichtung her nicht gerade Frauen oder Minderheiten in besonderer Weise befähigen wollen. Das ist auch nicht Teil seiner Ideologie. Also die Trump-Ideologie ist eine, wo man sagt, jeder kämpft sich durch. Und wenn zum Beispiel Sie oder ich uns als Frau durchkämpfen, so richtig mit Ellenbogen, dann ist das Eigenleistung. Das hat aber nichts mit dem Kollektiv zu tun. Da ist keiner dafür zuständig, zu schützen vor Marginalisierung oder so. Die Geschichte, die fährt er, die wird er auch weiterfahren. Aber natürlich, man merkt es jetzt schon, da wird seine Tochter ein bisschen als Aushängeschild eines, ich sag mal, konservativen Feminismus benutzen. Die erfolgreiche Geschäftsfrau, die sich um alles kümmert, zugleich Mann und Frau ist so ein Stück weit, aber natürlich nicht mit dem kollektiven Befähigungsgedanken. Der fehlt bei ihm total. Also er ist deutlich natürlich auch im Wahlkampf gegen gewisse Frauen oder spezielle Frauen aufgetreten und hat natürlich auch durch das Video sehr viel Wirbel gemacht. Mhm. Und er tritt natürlich ganz scharf auf gegen Terrorismus auf der Welt und hat heute in seiner Antrittsrede natürlich auch dazu Stellung genommen. Schauen wir kurz rein. Unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Ja, da hat er zwei Sachen in Zusammenhang gestellt. Zuerst einmal den islamischen Terrorismus, den er von der Oberfläche der Erde ausradieren möchte. Ja. Und dann nimmt er Bezug auf Gott. Genau, auf Gott. Also was macht er? Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Er hat generell schon mal ein Kriegsszenario geschaffen durch andere Sprachbilder in dieser Rede. Und jetzt füllt er uns so ein bisschen die Rollen aus. Wer kämpft hier gegeneinander? Und er geht auf den islamischen Terror. Und da muss man ja auch bemerken, er spricht nicht vom islamistischen Terror, sondern vom islamischen Terror. Das ist ein Schaffen eines Stereotyps des Islam über Sprache. Ne? Das ist eine richtige, auch eine Langzeitstrategie übrigens. Und stellt dem dann gegenüber das Christentum und den Gott. Und jetzt ist vollkommen klar, in dieser vermeintlichen Dichotomie von Gut und Böse, dieser Kampf auf der Welt, wo die Amerikaner jetzt ihr Blut bluten und die Grabsteine darstellen, stehen. Wer ist da sozusagen im Kampf begriffen und unter anderem Islam versus Christentum, das wird damit transportiert. Also eine Art Clash of Civilizations. Frau Elisabeth Willing, danke vielmals vorerst. Es gibt ja noch die allerschärfste Kommentatoren-Analyse-Runde gleich bei Corinna Milborn. Und natürlich, Donald Trump lässt keinen kalt, auch unsere Spitzenpolitiker nicht. Hier gibt es ganz frische Statements von Bundeskanzler und vom SPÖ-Clubchef. Heute wird der nächste amerikanische Präsident angelobt. Was erwarten Sie sich von dem? Nix. Ich komme gerade aus Davos, dort ist intensiv diskutiert worden, was das für die insgesamt die politische Stimmung und die Wirtschaft bedeutet. Die Wirtschaft lässt gerade die Champagnerkorken aufproppen, weil die rechnen mit niedrigeren Steuern für die Unternehmen, weniger Regulierung. Ob die Wähler, die Herrn Trump aus ganz anderen Motiven gewählt haben, nämlich darum, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz wollen und eine Lebensperspektive, mit dem Konzept am Ende glücklich werden, das wird man dann bewerten müssen am Ende der Periode. Eine kurze Nachfrage noch, die Verschiebung. Ja, viel, viel positiver gegenüber Trump eingestellt ist, wie wir wissen, die FPÖ. FPÖ-Politiker waren schon in der Wahlnacht in New York und sind auch heute extra zur Angelobung in Washington auf Einladung eines einschlägig als Rassisten bekannten Politikers. Sie reisen extra zur Trump-Party an. Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer und Mario Kunasek. Auch Straches Frau darf mitfeiern, wenn Trump angelobt wird. Während Strache von exzellenten Gesprächen in Washington spricht, sind US-Medien wenig begeistert vom österreichischen Besuch. Vertreter von österreichischer Partei, die von Nazis gegründet wurde, wird Trump Angelobung besuchen.
Strache reist auf Einladung des Republikaners Steve King in die USA. Der erzkonservative King ist bekannt für Aussagen wie: Deutschland drohe der kulturelle Selbstmord wegen der Durchmischung der Rassen. Strache ist Kritik an seinen Auslandsreisen, wie zuletzt nach Russland, bereits gewohnt. Neid ist die größte Form der Anerkennung. Es ist ein großer außenpolitischer Erfolg, der uns da gelungen ist. In Moskau unterschreibt Strache ein Arbeitsübereinkommen. In Washington wird er wohl nur Zaungast sein. Näher als hier wird er Donald Trump nicht kommen. Ein Treffen ist nicht geplant. Mittendrin und doch nicht dabei irgendwie unsere FPÖ-Delegation. Ja, kommen wir zum scheidenden Präsidenten Barack Obama, der für seinen Geschmack wahrscheinlich zu viel Zeit verbracht hat mit Donald Trump heute. Ja, gut, der eine Tag, der geht schon, aber das ist wohl anzunehmen. Am Nachmittag jedenfalls empfing Obama Donald Trump noch zum Tee im Weißen Haus, Nachmittag unserer Zeit, dort war es 10. Doch nun muss er und seine Familie eben raus. Heute in einer Zeitspanne von nur 5 Stunden muss das Team von Obama den Umzug durchführen. Das neue Obama-Heim wird nur 3 Kilometer entfernt sein. Ein herrschaftliches Backsteinhaus im Nobelviertel von Washington D.C. mit, naja, Platz hat er, 760 Quadratmeter, wird mindestens bis zum Schulende von Sascha dort das neue Zuhause sein. Doch vorerst ist einmal Ausschlafen und Freizeit genießen geplant. Heute um Punkt 19.40 Uhr unserer Zeit fliegen die Obamas nach Kalifornien und machen dort erstmal Urlaub. So, und in wenigen Minuten bei uns dann die Analyse auf Puls 4 zu der heutigen Amtsübergabe. Zuvor wollen wir Ihnen noch die aktuellsten Entwicklungen vom Erdbeben in Italien schildern. Da gibt es nämlich gute Neuigkeiten. Wieder erwarten können noch insgesamt 10 Menschen aus dem verschütteten Hotel gerettet werden. 2 Tage lang hat dieser Junge unter Schneemassen und Trümmern ausgeharrt. Dieser 7-Jährige ist eines von 3 Kindern, das heute gemeinsam mit 7 weiteren Personen aus dem Hotel gerettet werden kann. Am Mittwoch hat eine Lawine die Anlage völlig verschüttet. 5 Personen können nur noch tot geborgen werden. Nach 15 weiteren Vermissten wird noch gesucht. Doch die Rettungskräfte kommen nur langsam voran. Wir können bereits mit schweren Geräten arbeiten, aber wir müssen hier natürlich sehr vorsichtig sein. Bevor wir zu graben beginnen, müssen wir sicher gehen, dass niemand unter dieser Stelle begraben ist, damit wir diese Person nicht verletzen. Wir arbeiten mit Suchhunden und hoffen, dass wir mit diesen Maschinen bald in die Bereiche des Hotels vordringen können, die eingestürzt sind. Am Mittwoch am späten Nachmittag hat eine Erdbebenserie diese riesige Lawine in den Abruzzen ausgelöst. Sie hat das Hotel Rigopiano in der Ortschaft Farindole unter sich begraben. Einige Bereiche sind eingestürzt. Bereits seit dem Sommer wird diese Region ständig von Erdbeben heimgesucht. Die derzeitige Kältewelle hat hier zusätzlich für Schneechaos gesorgt. Und nun werden weitere Lawinen befürchtet. Außerdem ist das Hotel für die Rettungskräfte nur schwer zu erreichen, da sämtliche Straßen völlig zugeschneit sind. Zum Zeitpunkt der Tragödie haben sich 27 Menschen in dem Hotel befunden. Wie viele von ihnen noch leben, ist noch ungewiss. Die Bergungsarbeiten gehen derzeit mit vollen Kräften weiter. Und noch was kurz zum Durchschnaufen vor den scharfen Kommentaren zu Donald Trump in unserer Analyserunde. In Kitzbühel gewinnt heute ein Österreicher. Guter Start also ins Streifwochenende. Mario Hochgerner ist für Puls 4 in Tirol. Was für ein Auftakt hier in Kitzbühel. Nach 8 sieglosen Jahren für die Österreicher im Super-G auf der Streif gewinnt heute der Kärntner Matthias Mayer vor dem Italiener Christoph Innerhofer und dem Schweizer Beat Voitz. Ganz Kitzbühel feiert mit Mayer, vor allem auch einige Skilegenden, unter anderem Stefan Eberharter, der 2002 hier den Super-G und die Abfahrt gewinnen konnte. Er schwärmt von Matthias Mayer. Cool. Vor allem taugt mir, dass er so schnell den Weg jetzt zurückgefunden hat nach der schweren Verletzung letztes Jahr. Hat er gestern im Abschlusstraining eine ganz gute Fahrt gehabt, hat mir sehr gut gefallen und dass er heute schon zuschlägt. Cool. Ja, morgen geht es dann mit der Königsdisziplin der Abfahrt weiter und auch da haben die Österreicher durchaus Chancen. Allen voran natürlich der Sieger von heute, Matthias Mayer. Auf den freuen wir uns morgen ganz besonders. Die Abfahrt hier der allergrößte Leckerbissen in Kitzbühel. Ja, danke Mario, auch gerne. Und jetzt geht's weiter mit unserem Trump-Special. Du übrigens heute mit Trump-Krawatte. Lang genug? Besonders lang genug. Okay, ich hab's versucht. Bestzeit rüber zur Analyserunde, Corinna Milborn und die Gäste.